Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videopodcast aus dem Blog. Wieder war ich am Tivoli zu einem Interview und diesmal habe ich mir unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Marcel Moberts geschnappt, der dankenswerterweise für mich Zeit gefunden hat, sodass ich mit ihm ein gut einstündiges Interview führen konnte. Die Interviews werden irgendwie immer länger, aber es liegt auch vielleicht an den spannenden Themen, die wir dort behandeln. Ja, die Frage war einfach, was macht ein Aufsichtsratsvorsitzender den ganzen Tag? Was tut er so? Mit was beschäftigt er sich? Was für Probleme, was für Sorgen hat er? Und muss man als Aufsichtsratsvorsitzender überhaupt einen Anzug tragen? All das und viel mehr habe ich Marcel Moberts gefragt und er hat, wie alle anderen auch zuvor, spontan darauf geantwortet. Und es sind noch einige sehr lustige Antworten dabei und auch sehr sympathische Antworten. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und macht das Glöckchen an, dann wisst ihr immer, wenn ein neues Video online geht. Und jetzt ab zum Interview. Ciao, sagt Dirk. Ja, Marcel, schön, dass du auch Zeit gefunden hast für ein Interview mit mir. Sehr gerne. Ich sage das auch jetzt, auch wir duzen uns, wenn das okay ist. Wir sind bei Alemannia. Ich glaube, da sollte man das so tun. Genau. Und es gibt ja immer mal Leute, die immer sagen, hey, wie kannst du die Leute duzen? Aber ich sage immer, ich duze mal alle. Alemannia halt eben. Ne? Vielleicht eine kleine Kurzvorstellung von dir, so auf deinem persönlichen Bereich. Alter, verheiratet und so. Falls es Leute gibt, die dich noch nicht kennen sollten. Ja, mein Name ist Marcel Moberts. Ich bin 39 Jahre alt, jung, habe zwei kleine Töchter, die jetzt 2 und 4 Jahre alt werden, mit meiner Lebensgefährtin zusammen. War bis vor kurzem IT-Unternehmer oder bin immer noch Unternehmer, habe mein IT-Unternehmen verkauft und ja, bin voller Leidenschaft jetzt gerade bei Alemannia tätig. Das heißt, du hast dein IT-Unternehmen verkauft, Voss IT? Genau. War das? Machst du was Neues oder was machst du jetzt? Ich habe das Glück gehabt, dass ich von dem Verkauf meiner Firma, dass ich mir davon verschiedene Immobilienprojekte leisten konnte. Und das entwickeln wir gerade. Also das ist so ein Standbein, was wir gerade versuchen, langfristig zu erhalten. Sehr gut. Hast du neben der Alemannia noch andere Hobbys? Hobby oder Berufung, würde ich sagen, sind meine Kinder. Ja, das ist das Schönste, was man haben kann. Das ist das Schönste, was ist gerade in dem Alter jetzt mit fast 2 und fast 4 Jahren. Und ich würde sagen, da geht alle Zeit rein, die ich nur reinstecken kann, weil es geht viel zu schnell, dass diese schöne Zeit vorbei ist. Das kann ich bestätigen. Was macht Marcel Moberts außerhalb der Alemannia? Im Moment ärgere ich mich sehr viel über eine Baustelle, ja, das Immobilienprojekt. Da versuchen wir gerade voranzukommen. Wenn man selbst handwerklich vollkommen unbegabt ist, ist das relativ schwierig, so ein großes Projekt zu stemmen. Ansonsten bin ich ja ein sehr geselliger Mensch. Ich bin sehr gern mit meinen Freunden von früher zusammen, mit denen ich selbst lange Fußball gespielt habe. Ja, aber großartige Hobbys außerhalb der Familie. Ich habe einen Bulli gekauft, ja, und versuche mit den Kindern so viel Zeit wie möglich auch da irgendwie in Richtung Holland, Renesse, Domburg oder sonst wie zu verbringen. Und genau, das ist im Moment außerhalb der Alemannia meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, sehr schön, klar. Wie lange engagierst du dich eigentlich schon für die Alemannia? Engagieren im Sinne von wirklich was für Alemannia tun, genau, ist es, würde ich sagen, ist der erste Schritt als Sponsor gewesen. Ja, früher als Jugendlicher oder war ich selbst Fußballfan. Mhm. Ja, wir sind regelmäßig im alten Tivoli gewesen, haben uns die schönen Zeiten der Alemannia als Fan angeguckt. Vor ungefähr 4, 5 Jahren ist der Didi Lübbers auf mich zugekommen und hat gesagt, hör mal, möchtest du nicht nochmal irgendwie bei Alemannia ein bisschen mehr tun? Da sind wir sehr schnell ins Gespräch gekommen und sind dann eingestiegen als Sponsor mit Voss, haben das dann auch stetig vergrößert, weil es einfach, diese Anziehungskraft Alemannia Aachen ist ja das Besondere, das, was mich immer gereizt hat.
Und ja, ich würde sagen, das war so der Anfang eines richtigen Dazutuns bei Alemannia. Und dass man dann in ein Gremium gewählt wurde, ja, und die Ehre hat, für Alemannia Aachen so zu arbeiten, das kam dann in der Tat auch wieder über den Didi Lübbers. Und ja, das ist natürlich dann das Highlight von dem Ganzen. Dem Didi kann man schwer widerstehen, ne? Manchmal verfluche ich ihn, aber es ist schon, schon richtig, wie du sagst, ja. Was hat sich seit dem 2. Oktober 2021 für dich verändert, als ihr gewählt worden seid? Erstmal haben wir ganz, ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt. Ja, das ist das, was man über alles drüber stellen muss. Es gab ganz stressige Zeiten. Ich glaube, da sind wir als Gremienvertreter nicht die Einzigen, die das Ganze hatten. Das haben ja jeder, der irgendwo ein bisschen schwarz-gelbes Herz hat, hat gelitten zuletzt. Und das war von Oktober an auch nochmal eine ganz schwere Phase. Ja, ich glaube aber, dieses Glücksgefühl, was am Ende der Saison dann letztes Jahr entstanden ist, ja, das ist etwas, das behält man für ein ganzes Leben. Ne? Das ist ja wirklich es klingt so blöd, als hätte man die Champions League gewonnen. Ne? Und das ist etwas, das war ein besonderes Erlebnis, das war sehr emotional, das war sehr nervenaufreibend. Insgesamt sagt meine Frau immer, ich habe noch viel weniger Zeit als vorher, aber sie weiß, dass es glücklich macht, das, was wir da gerade tun. Ja, man ärgert sich, man reibt sich auf, aber letztendlich ist es so, ja, wir machen alle eine ganz tolle Aufgabe, die uns glücklich macht. Und ich glaube, das ist so etwas, was sich von Oktober bis heute dahin bewegt, dass es in eine sehr schöne Richtung geht. Wie war der erste Tag als Aufsichtsratsmitglied? Und dann bist du ja dann zum Vorsitzenden gewählt worden auch. Also ich weiß noch, dass der Ralf ja sehr erkältet war. Wir hatten alle Angst, dass wir uns bei ihm angesteckt haben am Abend. haben das Glück gehabt, dass wir uns nicht angesteckt haben, aber ich glaube, einige von uns hatten doch starke Kopfschmerzen. Gründe kann ich gerade keine dafür nennen. Nein, wir haben natürlich schön gefeiert das Ganze, haben das genossen, haben mit einigen Leuten uns da getroffen und ja, da war der erste Tag erstmal ein bisschen anstrengend. Okay, also erstmal ruhig angegangen. Ja, ich muss auch sagen, man muss das erstmal, man ändert sich ja als Person nicht oder sonst was, ja, und man muss auch erstmal reinkommen, auch gedankenmäßig in diese ganze Sache, und am Anfang ist ganz viel, ja, eine Art Aktionismus auch da, ne? Dass man sagt, wie starten wir jetzt, was machen wir jetzt? Da kann man sich vorher alles vornehmen, was man möchte, kann man das vorher toll geplant haben, aber an dem Tag, wenn es dann soweit ist, ist das trotzdem so ein bisschen, reinstarten in was ganz Neues, was ganz Spannendes. Ja. Gab es eine Übergabe mit dem alten Aufsichtsrat? Also gibt es sowas, wenn der eine geht, der andere kommt, dass dann so eine Übergabe gibt oder... Ich sag mal, eine richtige Übergabe im Sinne von, wir setzen uns jetzt mal zusammen und wir machen das jetzt Schritt für Schritt für Schritt. Die gab es nicht. Ja, es sind aber, glaube ich, viele Sachen sehr selbsterklärend. Viele Sachen sind, wir haben die Unterstützung von einem Thomas Frings, der als Steuerberater von Anfang an oder auch davor ja schon dabei war, ne, nach wie vor Gott sei Dank auch so dabei ist. Der Dirk Kall unterstützt uns in verschiedenen Situationen. Der Didi Lübbers als Anlaufstelle, ne, der Name fällt jetzt zum dritten, vierten Mal. Ich versuche ihn jetzt ab jetzt nicht mehr zu erwähnen. der hat uns auch sehr weitergeholfen. Generell der Verwaltungsrat, der noch weitergemacht hat, hat uns sehr weitergeholfen. Ja, in Form von, was ist in Sitzungen besprochen worden wirklich und was gab es alles? Und wie läuft es eigentlich? Ne? Wer ist für was zuständig? Da kam sehr viel Hilfe aus dieser Richtung. Ansonsten war es ja so, dass die Jungs aus der Geschäftsstelle und Mädels aus der Geschäftsstelle da waren, ja, sehr unterstützt haben. Martin Bader war da, der uns da auch am Anfang in die Hand genommen hat. Und, ja. Wie sieht so ein typischer Tag eines Aufsichtsratsvorsitzenden aus bei Alemannia? Inzwischen deutlich ruhiger als vor ein paar Monaten noch. Ich versuche einfach als Ansprechpartner da zu sein. Bedeutet für mich, wenn irgendwelche Fragen aufkommen oder wenn irgendeiner sich mal austauschen möchte, aus der Geschäftsstelle oder besonders Sascha, Helge, Fuhrt, sonst wem, stehe ich gerne zur Verfügung.
Das heißt, mich kann man immer erreichen, kann mich fragen. Ich möchte nicht immer kommen und ungefragt meinen Senf irgendwo so abgeben, sondern wenn die sich austauschen möchten, wenn irgendwelche Fragestellungen entstehen, wie würdest du es machen? Ja, dann würde ich da oder dann stehe ich zur Verfügung. Ja, genauso ist der Austausch zwischen uns im Team, egal ob das jetzt Aufsichtsrat oder Präsidium ist. Ja, da tauscht man sich aus, sei es über WhatsApp-Gruppen, sei es über verschiedene Sitzungen oder dass man sich einfach mal auch persönlich trifft. Aber Alemannia ist eigentlich halt etwas, wo man 24/7 für zur Verfügung steht, was aber auch nie unangenehm ist. Ja, und es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich da feste Aufgaben habe und im Tagesgeschäft rumwühle. Das ist nicht der Fall, sondern es ist eher so, dass man da ein Miteinander pflegt, wenn man gebraucht wird. Ich sage immer, wenn die Liebe zu Alemannia nicht so groß wäre, würde man das gar nicht machen. Genau, das gilt für jeden, der es jetzt macht, für jeden, der es vorher gemacht hat. Dass, dafür muss man auf eine gewisse Art und Weise positiv verrückt sein. Also, genau. Das ist einfach so. Jetzt warst du ja gerade im Amt und dann gab es einen Trainerwechsel. Kurz dahinter gab es einen Geschäftsführerwechsel. Da haben einige so gedacht, hui, da kehrt die neue Truppe aber mal gut durch bei der Alemannia. Ihr hattet eure Gründe gehabt, aber sag jetzt mal, wie viel, sage ich mal, von den Leuten, die das nicht verstanden haben, haben euch da kontaktiert, kann man das so sagen, die gesagt haben, seid ihr bescheuert? Ja, also eigentlich haben uns relativ wenig Leute diesbezüglich kontaktiert. Haben die gesagt, endlich. Es gab viele Reaktionen, ja, viele Reaktionen, die haben sich eigentlich erledigt, wenn man auf das Sportliche verwiesen hat. Letztlich muss man sagen, dass man so einen Schritt nie machen möchte. Es geht um Menschen. Ja. Ist egal, ob Patrick Helms, der ein absolut toller Kerl war, ja, oder ist. Ja. Ja, es tut einem weh, sowas zu machen. Ja, und das ist ja nicht so abgebrüht ist keiner von uns, dass man sagt, ach, der kommt jetzt raus und hier und da. Das ist etwas, da geht es um Menschen und das tut jedes Mal weh und das ist jedes Mal eine ganz harte Situation. Ja, genauso wie bei Martin Bader ist ja nicht so, dass da irgendwelche Unmenschen am Werk waren oder sonst was, ganz im Gegenteil. Hochsympathische Leute, mit denen man absolut toll auch mal ein Bier getrunken hätte. Ja. Es waren notwendige Schritte. Für uns notwendige Schritte, die dazu geführt haben. Am Ende ist das gut gegangen. Der Erfolg spricht für euch, ne, am Ende. Also, dass wir geblieben sind. Wir sind alle froh, dass es so gekommen ist. Am Ende dann, das Ergebnis meine ich jetzt, ja. Der Weg dahin, ob der notwendig, also wir glauben, er war notwendig, sind aber natürlich der Meinung, dass wir am allerliebsten übernommen hätten, eine Siegesserie gestartet hätten und niemand hätte gehen müssen oder sonst was. Das ist, glaube ich, jedem klar. Ne? Und das ist das, was draußen manchmal ein bisschen ja, falsch dargestellt ist oder sonst was. Es geht um Menschen und das Wichtigste ist, dass Leute unbeschädigt aus Situationen rauskommen. Beziehungsweise der Verein ist größer als wir alle und es geht um Alemannia Aachen. Ne? Und da möchte man keinem schaden oder da ist man keinem böse oder sonst was, sondern es geht um Alemannia Aachen und das ist das Wichtige. Jetzt möchte ich mal kurz nachfragen, gibt es noch Kontakt zu Patrick Helmes? Er hat ja noch einen Vertrag, dass man ihm sagt, Jung, sieh denn aus, willst du nicht langsam mal den Vertrag hier auflösen? Also hat man noch Kontakt zu ihm? Ist man so im Austausch? Oder? Also, was ich weiß, ist, dass Sascha mit ihm in Kontakt steht, das weiß ich. Ansonsten glaube ich nicht, dass da großartig Kontakt noch besteht. Also es reicht ja aber auch, wenn Sascha den Kontakt hat. Natürlich, klar. Das ist. Ja. Ja, zu Martin Bader frage ich nichts, weil laufendes Verfahren, das ist natürlich klar. Jetzt durch Aktionen, wie verkauft man das so den Sponsoren dann? Ne, weil die Sponsoren, die denken sich ja auch, ne, Martin Bader hat ja dann viele oder einige Sponsorenverträge ja dann auch ja gemacht. Ne, wie reagieren die dann? Also geht ihr auf die aktiv zu oder melden die sich? Ich glaube, das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist die Häufigkeit, in der bei Alemannia Aachen die Leute gewechselt haben. Unabhängig jetzt von einzelnen Personen oder Namen, sondern immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ach, da ist schon wieder ein neuer. Ach, der wievielte sind sie denn, der mir erzählt, das wird besser und sonst was. Das ist ein Riesenproblem. Und da hat das Vorgängerteam schon sehr deutlich gesagt, oder Vorgänger Aufsichtsrat gesagt, wir möchten eine Konstanz schaffen. Ne? Und diese Konstanz ist auch richtig. Ja, dass es leider mit den Personen dann in dem Fall nicht so erfolgreich war.
ja, trotzdem ist dieser Ansatz richtig. Der Ansatz ist so, man muss langfristig, um Vertrauen aufzubauen, bei Sponsoren, bei Fans, bei allen im Umfeld, man muss ja Identifikationsfiguren haben, wo man sagen kann, ach, der Sascha, der ist der Geschäftsführer von Alemannia, der Helge Hohl, ne, das ist der Sportdirektor. Ja, das sind Identifikationsfiguren, die langfristig dabei sein, sein sollen und müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was ein viel größeres Problem ist. Es geht da gar nicht um... Die Leute warten ja im Halbjahresrhythmus fast schon, dass jemand gehen muss. Und das ist halt einfach das, was nicht sein darf, was, wo eine Konstanz rein muss, wo wir einfach gucken müssen, dass wir da anders aufgestellt sind in der Zukunft. Ja, weil man macht Geschäfte zwischen Menschen, man hat Vertrauensverhältnisse zwischen Menschen. Und das sind ganz wichtige Positionen, die gemacht werden muss, wo man sich verbessern muss als Alemannia Aachen. Wir hoffen ja auch, dass die jetzigen Funktionsträger auch ein bisschen länger bleiben. Man war ja vorher immer, sage ich mal, also jahrelang, so lange wie ich es kenne, immer Anzugsträger gewohnt, wenn die eine entsprechende Funktion ja hatten. Jetzt bist du ja so einer, der ja eher locker leger daherkommt. Gibt es ja auch wieder Leute, die sagen, ne, wir können einen Aufsichtsratsvorsitzenden immer im T-Shirt rumlaufen. Ne? Aber was denkst du darüber, wenn so Leute sagen, also ne, man hat diese Funktion, man ist Aufsichtsratsvorsitzender, man muss immer mit Anzug und Krawatte rumlaufen? Das halte ich für blödsinnig. Es geht darum, was man hier tut, was man hier macht, was man hier lebt und versucht zu erreichen. Und es geht nicht darum, ob ich einen Lackschuh trage oder einen Turnschuh trage. Das ist, ich halte diese Diskussion einfach auch für überflüssig. Wir sind hier am Tivoli, wir sind bei Alemannia und die Menschen, die hier hinkommen, glaube ich, die würden alle gerne hier im T-Shirt stehen. Und das ist etwas, ja... Ich halte das nicht für schlimm. Ich habe vorher sehr lange mit Steuerberatern, Rechtsanwälten zusammengearbeitet in meiner IT-Zeit und bin halt als ITler da geduldet, wenn ich im T-Shirt rumgelaufen bin. Das ist auch keine böse Aktion von mir, sondern so bin ich halt. Und ich halte eins für wichtig, man muss immer man selbst bleiben. Ja, und wenn man sich anfängt zu verstellen und zu verdrehen und zu verkaspern, ja, dann kann etwas nicht erfolgreich sein. Und deswegen, jeder, der mich lieber im Anzug sehen möchte, es tut mir leid, ich bin dafür nicht so gemacht. Ja. Aber ist halt eben noch so ein altes Klischee, ne? Versucht auch mal mit einem dicken Bauch und kurzen Arm eine Anzugjacke zu finden. Mir musst du das nicht erklären. Ich muss manchmal in meinem Beruf auch ein Jackett tragen. Aber anderes Thema. Kommunikation und Transparenz gab es ja, solange ich jedenfalls Alemannia-Fan bin, glaube ich, noch nie so wie jetzt bei euch. Das habt ihr auch bei eurer damals Vorstellung gesagt, ne? Dass da die Transparenz ihr geben wollt, auch mehr kommunizieren wollt mit den Fans und Fangruppen. Habt euch dran gehalten, finde ich sehr gut. Mhm. Und auch bei, sage ich mal, Spielgenehmigung macht ihr das ja so. Ne? Ist das so ein Credo gewesen zu sagen, hat euch selber, sage ich mal, früher angekotzt, wenn nichts so kommuniziert worden ist? Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn, ich sag mal, es gibt verschiedene Ebenen. Zum Beispiel ein Sponsor sagt, ich möchte für etwas oder ich gebe für etwas Geld aus. Dann möchte dieser Sponsor und muss dieser Sponsor dafür A, eine Gegenleistung bekommen und B, eine Transparenz haben, dass er weiß, was passiert gerade. Welchen Plan verfolgen die? Ja, oder gebe ich gerade Geld, ich sag mal, schmeiße ich dann in ein schwarzes Loch rein? Das ist die eine Betrachtungsweise. Als Fan, wir haben nichts Wichtigeres als die Fans. Ne? Und die Fans, die haben doch ein Recht darauf, dass man auch weiß, was los ist, was passiert. Ne? Es gibt ja immer mehrere Arten von Nachrichten, die rausgehen. Das eine ist ja, es wird an 10 Stellen spekuliert, welcher Spieler kommt und es sickert irgendwo was durch. Das möchten wir vermeiden. Das heißt, das glaube ich, haben wir auch in der Transferperiode jetzt sehr gut hinbekommen. Heißt, sehr gut. Erst, wenn etwas unter Dach und Fach war, wurde es gemeldet und dann ist es rausgekommen. Andererseits geht es natürlich darum, dass man Leute mit auf einem Weg nimmt. Es ist auch immer einfacher, ja, Leute mit auf einem Weg zu nehmen. Soziale Medien werden immer mehr genutzt. Ja, das ist ja in der heutigen Zeit das Schöne. Das heißt, wenn ich jemanden informieren muss, dann kann ich das über ein Handy machen und es geht rasend schnell. Und das Wichtige ist einfach, dass jeder auf diesem Weg mitgenommen wird, weil ich kann einen Weg nur dann unterstützen, als Fan, als Sponsor, als Gönner, wie auch immer, wenn ich informiert bin, was auf diesem Weg passiert. Und da gibt es halt, klar, es gibt gute Nachrichten, ja, es gibt aber auch schlechte Sachen. Wenn ein Spiel verloren geht, dann bin ich besonders auch der Meinung, da muss man auch mal mit Leuten drüber diskutieren. Ja, ich habe ein Beispiel letztes Jahr gegen Rödinghausen, ne, nach der Niederlage hier am Tivoli, wo viele enttäuscht waren. Was viele nicht gesehen haben in der Enttäuschung,
dass ein Top-Team von Uerdinghausen auf dem Platz stand, ne? Und dass man da auch mal einzeln verlieren kann, ne? Und nicht alles, ich sag mal, jetzt wieder den Bach runtergeht oder sonst was, ne? Und da finde ich es ganz wichtig, da sind soziale Medien toll für, und insgesamt soll dieser transparente Weg so weitergehen. Ja, halte ich für sehr, sehr wichtig. Finde ich auch, also persönlich finde ich es gut, ne, dass du ja auch dann unter deinem privaten Account ja auf Facebook unterwegs bist und immer was dazu mal schreibst und so. Ne? Aber was ja auch wieder Kritik hervorruft, ne? Wie kann denn der Aufsichtsratsvorsitzende unter seinem privaten Account irgendetwas Alemannia sagen? Ne? Ja, aber das sind Menschen, die ja mit nicht zufrieden sind. Ne? Das heißt, du kannst es nicht jedem recht machen. Ja, dass davon, am Anfang versucht man das. Ja, da muss man sich dann aber irgendwann sagen, du schaffst es nicht. Es gibt eine gewisse Meckerkultur, die ist vielleicht auch genetisch im Rheinland oder Grenzland hier da. Aber insgesamt bekommen wir unwahrscheinlich viele positive Nachrichten und unheimlich viele Sachen, die sagen, oder Nachrichten von Leuten, die sagen, danke, dass ihr uns informiert, oder danke, dass das geschrieben ist. Oder auch private Nachrichten, die dann im Hintergrund laufen, wo die Leute dann schreiben, mich fragen Leute, was irgendwelche Tickets kosten, ja, wo ich dann einfach versuche, schnell und unkompliziert eine Antwort zu geben. Ja, und ich glaube, die Vorteile des Ganzen überwiegen ganz, 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 ganz stark. Ne? Deswegen glaube ich, dass das auch weitestgehend der richtige Weg. Ja, es gibt immer irgendwelche Einschränkungen, was man nicht schreiben sollte im privaten Umfeld. Und ich glaube, auch da muss man sich mal eine blutige Nase holen. Ja, am Anfang sind vielleicht auch mal irgendwo emotionale Statements geschrieben worden. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ja, auch ich reife. Nein, da muss man auch ganz klar sagen. Ich erinnere reinwachsen. Da wird man, da lernt man raus, da wird man auch klüger raus. Und ja, es geht in erster Linie darum, Informationen und positive Dinge nach vorne zu treiben. Ja, und das, glaube ich, wird auch weiter so stattfinden. Versuche ich mal den Bogen zu spannen mit den Medien hier in Aachen, unsere Lokalmedien. Die schreiben ja auch immer sehr viel und in letzter Zeit wieder sehr vermehrt, was schon sehr auffällig ist, was ja auch gut ist und sogar positiv. Aber manchmal ist ja auch so, dass dann lest ihr das auch, was die dann schreiben, ja, und das stellt sich ja nicht so als so wahr heraus oder so, ne? Wie regiert ihr dann? Sagt ihr dann intern, wir lassen es jetzt so, wie es ist, ne? Unsere Meldung ist ja raus, so und so wird es sein, ne? Oder ruft man dann an bei der Redaktion und sagt, hört mal, das ist aber ganz anders? Also grundsätzlich ist es so, auch da arbeiten Menschen, auch die sollten eine kritische Meinung vertragen, wenn man denen dann sagt, hör mal, das finde ich Käse. Das ist auch wieder was, da verstelle ich mich nicht, da verstellt sich Sascha oder Helga auch nicht. Wir versuchen da eine Zusammenarbeit zu pflegen, und man muss ja auch sagen, so viel wie jetzt gerade über Alemannia berichtet wird, man sieht ja scheinbar, ist das ein Thema, was sehr viele Leute interessiert, was sehr viele Leute bewegt. Gott sei Dank ist es so. Ja, sonst würde die Aachener Zeitung, Aachener Nachrichten zum Beispiel, Aachener Medienhaus nicht darüber berichten. Es gibt jetzt den Podcast, den neuen, ja, wo man einfach sagen muss, ich finde es toll, wenn viel über Alemannia berichtet wird. Noch toller finde ich es, wenn viel Wahrheiten da drin stehen. Und solange man sich da auf diesem Tenor einigt, finde ich das alles eine sehr positive Sache für Alemannia. Jetzt hatte ich schon den Sascha Eller natürlich gefragt nach Sponsorenakquise. Bist du auch in diesem Thema drin oder bist du da jetzt als AR-Chef raus? Wir versuchen, alles in einen Pott zu werfen. Also im Sinne von, wenn ich einen guten Kontakt zu jemandem habe, dann sage ich, hör mal, bitte sprecht mal miteinander. Ja, ich führe keine Verhandlungen oder sonst was. Das ist eher nicht. Das ist, wenn ich hier am Tivoli bin und jemand kommt und jemand da ist, oder es sich ergibt, dass man mit rausfährt zu einem Termin, mache ich das gerne, ja, wenn die Zeit da ist. Aber das hat dann eher was damit zu tun, es soll eine Wertschätzung gegenüber den Leuten sein, dass man sagt, man möchte sich auch mal bedanken. Ja. Ansonsten reine Verhandlungen oder ich kenne die Preise gar nicht. Ja, das heißt, diese Verhandlungen, die muss Sascha Eller führen, beziehungsweise das Team führen unten in der Geschäftsstelle. Und das ergänzt sich dann ganz gut. Ich habe auch schon in meinem IT-Systemhaus, habe ich mal gesagt, ich bin der beste Kaffeetrinker. Ne, aber arbeiten mussten dann andere in dem Fall. Neue Saison, neue Spieler, Sponsoren, Ziele. Wie zufrieden ist man natürlich? Das erste Spiel gegen Oberhausen haben wir verloren. Aber wie zufrieden ist man jetzt insgesamt, wenn du so mal rückblickst, so mehr als ein halbes Jahr von dem Wirken von euch hier am Tivoli, wie zufrieden bist du mit dem, was so umgesetzt worden ist, was ihr euch vorgenommen habt?
Also ich finde erstmal das Team um Sascha, Helge und Fuad finde ich klasse. Ja, nicht nur die drei, sondern die stellvertretend dann für ganz viele Leute. Da gehört der Ibo zu, da gehört der, gehören die Physios zu, da gehört jeder zu, der mitmacht. Der Mo als Zeugwart, die sind alle wichtig. Was die da in Arbeit reinstecken, das ist toll, genauso wie die Geschäftsstelle. Was an Mannschaft oder an Neuzugängen wir da präsentieren konnten, glaube ich, dass das eine sehr, sehr, sehr gute Qualität für uns ist. Ja, dass das, was wir aus unserem Budget gemacht haben, dass das eine sehr gute Truppe ist. Wobei ich da auch immer sagen muss, wenn ich die Namen höre, muss ich mir vom Helge erklären lassen, was diese Spieler besonders macht. Ne? Und wenn man sie noch nicht gesehen hat. Ja. Ich glaube, in Oberhausen hat man jetzt erkannt, dass man eine gute Truppe auf dem Platz stehen hat, dass wir mithalten können, dass wir fitter waren als die Leute aus oder als die Jungs aus Oberhausen, dass die die letzte Viertelstunde extreme körperliche Probleme gegen uns hatten. Ja, und das kennen wir aus der Vorsaison anders. Und ich glaube einfach, dass der Weg gut ist. Wir hätten einen Punkt verdient aus meiner Sicht. Wir hätten nach dem Aufwand, den wir betrieben haben, wobei du musst Aufwand betreiben, wenn du nach 3 Minuten zurückliegst. Ja, das ist vielleicht der kleine Wunsch für die nächsten Spiele, nicht nach 3 Minuten zurückzuliegen. Ja. bei dem Aufwand, den wir betrieben haben, glaube ich, hätten wir auch mehr als einen Punkt noch verdient. Ne, das klingt total blöd, weil man 2-1 verloren hat. Ja, die Saison ist lang, es kommen viele Spiele. Ich hoffe einfach darauf, dass wir am Sonntag da mit Vollgas in die richtige Richtung gehen. Aber ja, Entschuldigung, aber ja, die Antwort ist, ich finde, wir haben eine tolle Truppe auf dem Platz stehen. Ja, absolut. Ich erwarte Sonntag 3 Punkte, keine Frage. Erwartungshaltung. Weißt du, es ist immer hoch. Der Alois Bouquet hat in der Zeitung gesagt, die müssen wir weghauen. Ja. Und ja, ne, alles gut. Genau. Ich bin auch mit dem 1-0 zufrieden. Hauen wir 1-0 weg. Oder ihr seht eben ansprach, auch so die Qualität an Spielen, die jetzt gekommen ist. Du sagst ja, das lag ja alles im Budget natürlich, aber man fragt sich ja außerhalb trotzdem, ne? Wie bezahlt alle man das alles? Ne? Wenn es am Anfang der Saison hieß, das Budget ist schon fast ausgereizt, jetzt hört man natürlich, dass ja auch einige Spieler fremdfinanziert sind. Ne? Aber ja. Da muss man, also das ist wieder so eine Nachricht, wo man so ein bisschen aufräumen muss. Grundsätzlich leben viele Fußballvereine davon, hauptsächlich vom Sponsoring. Bedeutet, jeder Spieler ist irgendwo fremdfinanziert. Das heißt, bei uns gibt es ein reines Spielersponsoring, was man machen kann, wo keine Gegenleistung für da ist. Das heißt, Gegenleistung im Sinne von, man hat keine Werbebande, man ist nicht auf der Brust oder sonst was. Das ist ein Topf, da kann man Geld dafür bezahlen. Das ist dieses Fremdfinanzierte. Das andere ist das normale Sportbudget. Das normale Budget, wo alles reinfällt. So, und das sind einfach die beiden Töpfe. Wir haben da sehr, sehr, sehr viele Zugänge an Sponsoren. Wir haben sehr viele Sponsoren, die deutlich aufgestockt haben. Wir haben ganz viele Gönner gefunden, die einfach auch sagen, ich möchte für rein in Beine investieren und möchte da richtig Geld auch zugeben. Und das ist etwas, wie sich das Ganze zusammensetzt. Ne, das heißt, dass da irgendwo ein Budget furchtbar ausgeschöpft ist oder sonst was am Anfang schon und alles so eng und alles so knapp. Ich finde, das hat mich spätestens nach der dritten Nachricht so ein bisschen genervt, weil es nicht der Arbeit, die hier gemacht wurde, oder das nicht wiedergespiegelt hat. Ne? Und ich glaube, man sieht heute an der Truppe, dass wir vieles deutlich verbessern konnten, verstärken konnten, auch finanziell gesehen sehr stabil aufstellen konnten. Und da sind wir gerade weiter dran. Das hört ja nicht auf, sondern das ist ein Prozess, der geht noch einige Monate, beziehungsweise hört im Idealfall gar nicht auf. Genau, richtig. Ja, dann haben wir das auch geklärt. wie ist das Verhältnis zur Stadt und zur ASB? Das Verhältnis zur ASB, der Sascha Eller und der Herr Deil, sprich die Geschäftsführung von der ASB und Geschäftsführung von der Alemannia, haben einen wahnsinnig tollen Draht zueinander, arbeiten unfassbar gut miteinander. Ich kenne ja nur die Seite von Sascha Eller. Er sagt, wie angenehm und wie toll die Gespräche sind, wie zielführend die Gespräche sind. Und
Da muss ich sagen, das funktioniert hervorragend, auch wenn es da mal zwischenzeitlich so ein bisschen gleiche Situation. Da kommt der nächste Geschäftsführer, da kommt der nächste, wann kommt denn der nächste? Das war so ein leichter Streitpunkt irgendwann mal, ja, aber die beiden haben das, glaube ich, untereinander sehr gut im Griff. Zur Stadt Aachen, da gibt es einen Sportdezernenten, mit dem die Stadt Aachen hervorragend besetzt ist, ne, der Dr. Krämer. Da haben wir sehr gute Gespräche mit Fraktionen geführt. Wir haben einen Termin mit der Oberbürgermeisterin gehabt. Wir haben Termine gehabt mit Tim Grüttemeier, ne, wo ich einfach sagen muss, der Tim ist ja sowieso ein, ja, ich sag mal, ein Allemanne. Ja, ich glaube, das ist einfach gut aufgestellt. Ne? Das ist ein ordentliches Verhältnis und mehr geht immer. Natürlich. Ja, aber weniger auch. Also das Verhältnis zur Stadt und zur ASB, es gibt auch das Verhältnis zum Verwaltungsrat, Ältestenrat haben wir ja. Wie ist das so? Trefft ihr euch da immer regelmäßig zu einem Termin? Also wir haben regelmäßige Treffen, beziehungsweise regelmäßig heißt ja jetzt nicht monatlich oder sonst was. Regelmäßig kann auch vierteljährlich oder halbjährlich sein. Der Austausch, der passt. Ne? Das heißt, über große Entscheidungen werden alle Gremien im Vorfeld informiert. Der Austausch funktioniert gut, also durchweg. Gut. Eine Frage, die von meinem Kollegen Alex gekommen ist. Das APAC-Parkhaus, da ist die Alemannia ja nur Mieter drin. Das läuft jetzt irgendwann, 2024 oder 2025 läuft dieser Vertrag hier aus. Was passiert dann damit? Ich sage, jetzt hat Alemannia irgendwie ein Kaufrecht dafür oder... Ich kann es dir ehrlicherweise überhaupt nicht beantworten. Ist auch nicht okay. Also im Moment ist ja ganz viel hier im Umfeld, was gerade passiert. Ja. Heißt, wir hoffen, dass wir die Frauenfußball-WM 2027 hier am Tivoli auch austragen können. Ne, das würde uns bei sehr viel Infrastruktur rundherum sehr helfen. Und ja, da muss man eh mal schauen, was da in den nächsten Jahren passiert. Ne, wir haben die Hoffnung, dass wir hier die SIRS, dass wir das Ganze wieder zum Herzstück machen können. Ja, dass nicht nur wir hier als erste Mannschaft spielen, sondern A- und B-Jugend hier spielen können, und alle Jugendmannschaften hier spielen können, die Frauenmannschaften hier spielen können, die zweite Mannschaft hier spielen kann, dass wir alles komplett hier zurück ins Herzstück SIRS holen. Ne? Ja. Weil das ist, macht einen Fußballverein aus, das macht einen generell einen Verein aus, ja, dass man irgendwo eine Anlaufstelle hat. Und das ist so dieser Weg. Habe ich deinen anderen Kollegen ja auch schon gefragt. Ihr holt ja sehr viele ehemalige Spieler zurück, ne? Wie den Lemmy natürlich. Erik Meyer ist wieder präsent, Thorsten Stuckmann ist wieder präsent mit Dauerkartenwerbung, ne? Und Willi Landgraf. Akquiriert ihr die alle mal oder kommen die auf euch zu und sagen auf einmal wieder, hey, ich würde gerne was machen mit euch? Viele von, oder es ist eher so ein Prozess, dass man vom einen zum anderen kommt. Ne? Das heißt, den Lemmy, den habe ich als oder habe ich kennengelernt und er hatte einen relativ hohen Frust gegenüber der Alemannia. Und das ist uns aufgefallen, dass das viele ehemalige Spieler haben. Und da bin ich mit dem Straubi sehr gut ins Gespräch gekommen. Mit Lemmy haben wir das besprochen. Rainer Plass-Hendrich war hier, ne, wo wir uns freuen, wenn die Leute kommen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass diese Leute, das sind, ganz ehrlich, das sind Helden meiner Kindheit, ja, teilweise dabei, wo ich einfach sagen, und Helden der Kindheit meines Vaters teilweise sogar dabei, ne, wo ich einfach sagen muss, die gehören hier an den Tivoli und die gehören gewertschätzt. Und da muss man einfach sagen, es ist doch toll für einen Verein, wenn diese Leute wieder rumlaufen hier, ne, oder absolut, dabei sind und an Bord sind, ne, und man kann profitieren von Erfahrungen. Ja? Das heißt, wenn der Lemmy mir eine Geschichte erzählt, wie er mit Werner Fuchs zusammen, wie das war, wie der Austausch war, was die miteinander besprochen haben, ne? Das sind Sachen, wo ich einfach sagen muss, ja, das sind Erfahrungswerte. Wer, wenn nicht diese Leute, können das hier mit einbringen? Ja? Und für uns sind das keine alten Kamelle, sondern das sind Geschichten, die wir hier bei Alemannia, wir reden immer von zusammen und wir reden immer davon, Alemannia-Familie zu sein und diese Leute gehören in den Mittelpunkt dieser Familie. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Ja, finde ich auch ganz hervorragend. Ja, also ich habe da mal früher auf Storys gehört mit ehemaligen Spielern, die hier behandelt worden sind. Da habe ich auch gedacht,
Wie kann sowas, ne? Also es wird jetzt unter anderem auch den Stammtisch wieder hier geben demnächst, ja. Ne, der von Alemannia zur Verfügung gestellt ist, beziehungsweise über Sponsoren zur Verfügung gestellt wird. Ne, sodass wir diese Leute, diese verdienten Leute rund um die Alemannia wieder näher hier ranholen können. Ja. Ne, und auch, ich sag mal, der Jugendtrainer von Sascha Eller war Delzepich, ne, wo ich einfach sagen muss, auch das ist so ein Held, ne, wo ich sage, der war, glaube ich, nicht immer so ganz so begeistert davon, wie man bei Alemannia mit ihm umgegangen ist. Ne? Und ich finde diese Wertschätzung und das Wort Danke, ja, das gehört auch mal solchen Leuten entgegengebracht. Und man kann denen auch einfach das entgegenbringen, dass man sagt, wir würden uns freuen, es wäre eine Ehre für euch, für uns, es wäre eine Ehre für euch, es wäre eine Ehre für uns, wenn ihr uns hier unterstützen würdet, ja, Tivoli. Ja. Und so sehen wir das und ich glaube, das ist der schönste Weg, wie man miteinander umgehen kann in dem Bereich. Ja. Absolut. Ihr habt ja gestern so ein Bildchen veröffentlicht auf der, oder in Social Media, da hat man ja so ein gekritzeltes Bild gesehen und da haben einige sich so ein bisschen geblinzelt und gesehen, oh, da ist der Kasakal drauf. Stimmt das? Es könnte sein, dass unser der größte Öscher, der je gelebt hat, dass der da mit drauf ist, ja. Wer hat diese geniale Idee gehabt? Die ist in der Tat vom Philipp Macherei aus der Geschäftsstelle gekommen. Und der hat das Ganze irgendwann in den Raum geschmissen. Und die Umsetzung von Capelli ist hervorragend gewesen. Und ja, wir haben uns schockverliebt erstmal in diese Entwürfe und haben gesagt, sowas brauchen wir. Weil auch das ist wieder ein Stück. Ja, Alemannia ist Aachen, Aachen ist Alemannia. Und ich sage immer, dieses Trikot ist ein ganz tolles Stück Aachen. Heimat. Genau. Genau. Und eine ganz banale Frage, die auch wir uns gestellt haben. Warum gibt es hier im Tivoli diesen Kunstrasen nicht mehr drumherum, sondern die blanken Steine? Die Frage ist gut, wobei ich heute den Weg von hier in den Klömpchens Club gegangen bin, durch den Innenraum und über Kunstrasen gelaufen bin. Nein. Also es wird an verschiedenen Stellen gerade Kunstrasen ausgelegt. passend. Ja, ne, also der liegt da. Ich kann dir nicht sagen, warum es das nicht mehr gab oder sonst wie. Ich habe nur gesehen, hinter den Toren ist jetzt jeweils, liegt jeweils Kunstrasen. Hervorragend. Da siehst du, wie schnell wir das umsetzen. Ja, wunderbar. So flott wie kein anderer. Ich habe das jetzt vorgestern irgendwo gelesen von den, ich glaube, Bundesliga und Zweite Liga. Bratwurst- und Bierpreise werden bei einigen Clubs erhöht. Wie ist es am Tivoli? Bleiben die Preise stabil für Bier und Wurst oder werden die auch erhöht? Ich kann es hier ehrlicherweise nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Also ist natürlich ein wichtiges Thema, glaube ich. Ich habe bisher noch nichts davon gehört. Okay. Ich weiß es einfach nicht. Einfach jetzt mal, ne? Weil mir das vorgestern so, als ich gelesen hatte, habe ich gedacht, fragst du mal. Ich hoffe nicht. Genau. Genau, am Sonntag haben wir ja das, Fans, die geistern darüber, ist es ein Derby, ist es ein Nachbarschaftsduell, ist es eine lokale Zusammenkunft? Was ist das für dich, das Duell am Sonntag? Oder ein ganz normales Spiel? Also für uns wichtig ist unser erstes Heimspiel. Für uns ist wichtig, dass es ein Spiel ist, das wir gewinnen wollen. Und wer da jetzt kommt, ist uns eigentlich egal. Also ich erwarte jetzt nicht, dass so viele Fans mitkommen wie gegen Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen ist für mich ein Derby. Das ist für mich das ist für mich ein Traditionsduell, das ist für mich das, was das Wort Derby ausmacht. Gegen Düren wird ein spannendes Spiel, weil es einfach 40 Kilometer von hier entfernt ist und ich glaube, es ist der zweite Spieltag der Regionalliga, das würde ich so am liebsten umschreiben. Ja, ich habe ja mal geschrieben, egal wer da kommt, am Ende gehen sie als Verlierer vom Platz. Ja, wir müssen jetzt noch 33 Spiele dieses Jahr gewinnen. Das erste haben wir leider unglücklich verloren. Ja. Eine Frage, die ich dir auch schon mal vor ganz am Anfang mal gestellt habe. RWO, kommen wir wieder zurück darauf. Da gibt es ja diesen Sachmalvorstand. Ne? Ist diese Idee immer noch da, dass ihr sowas ähnliches mal machen wollt, außerhalb jetzt vom Klömpchens Club, wo man ja sich den Fragen der Fans stellen kann, aber wo, ich sag mal, Fans vorher euch per E-Mail Fragen zukommen lassen können, man wählt also so einen Pool aus und macht dann so eine Online-Veranstaltung oder sowas? Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Weg.
Ja, ich habe es lieber immer persönlich miteinander. Das ist so etwas, besonders nach der Corona-Zeit, beziehungsweise jetzt zur milderen Corona-Zeit, ja, muss man ja schon sagen, habe ich es lieber persönlich im Klömmchens Club oder bei sonstigen Veranstaltungen, die werden stattfinden, mit Fred Ribbels zusammen, in Planung auch jetzt gerade wieder. Ansonsten, klar, können wir das auch als Online-Veranstaltung mal planen oder machen. Ja, wenn es genug Anmeldungen gibt, auf ja, jeden so, Fall. Also, dass die Fans euch vorher vielleicht nochmal so Fragen zukommen lassen könnt und ihr beantwortet einfach so spontan. Also ich fand das bei RWO, bei aller Rivalität, fand ich das eigentlich gut. Ne? Weil es sind ja viele. Ich meine, ich habe gestern auch schon gerade mir mal gesagt, können wir nicht einfach mal Fragen schicken, die du einfach mal fragst. Ne? Und ja, warum nicht? Ne? Lass uns doch sowas zusammen machen. Ne? Das heißt, dann machst du da in deinem Podcast, machst du eine Live-Sendung und dann schauen wir das, was wir machen. Oder so. Ne? Dann mach so fix, mach einen Termin. Dann legen wir los. Ja, okay, gerne. Wobei, ich habe das gesehen, ne, von RWO, da standen ja bei standen auf der Seite einige Bierpullen. Ne? Ja, ja. Also müssen wir drüber sprechen. Wir stellen dann Wasser hin. Das gute Aachener Wasser, ne? Kaiserbrunnen. Ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende und da habe ich immer meine schnelle Runde. Das heißt, ich sage dir einfach was und du antwortest einfach ganz spontan und schnell, was dir dazu einfällt. Okay. Der Tivoli ist für mich Heimat. Wenn ich daran denke, wie ich mit meinem Vater hier früher angekommen bin, am alten Tivoli schon. Ja, das ist ein Gefühl, auch das vergisst man nie wieder. Ich finde immer, ein Gebäude hat keine Seele, sondern die Menschen tragen das da rein, die da sind. Und da wir die Menschen, die am alten Tivoli waren, auch hier drin haben und letztes Jahr am Ende gesehen haben, dass wir hier auch eine wahnsinnige Stimmung entfachen können, hoffe ich, dass wir diese Seele einfach, dieses Öscher Heimatgefühl auch hier reinbringen können. Lieblingsplatz in Aachen, nicht der Tivoli. Wir gehen gerne mit den Kindern schon mal zum Hangeweiher, einfach laufen da ein Ründchen rum. Wobei eigentlich ist für jeden Öscher der Marktplatz oder ja, ne, die Aachener Innenstadt, das ist schon, sind schon Orte, wo ich sehr, sehr gerne bin und auch durchlaufe. Und auch wenn es einfach nur mal was zum Nachdenken geht, gibt, da durchzulaufen. Ja, das ist. Der Klenk, das hat welche Bedeutung? Für mich oder generell? Generell. Auch für dich? Generell ist es ein Erkennungszeichen, ein Wahrzeichen unserer Stadt. Von der Nadelindustrie. Ja, das, ja. So viel weiß ich dann. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich bin der Jeck, der dir in Renesse entgegenkommt und wenn du ein Öscher-Kennzeichen hast, der schon mal so macht. Sehr gut. Ja, bringen wir auch den Kindern gerade bei. Finde ich ganz wichtig. Finde ich auch eine ganz tolle Sache. Meine Tochter auch immer. Ja, dass ich, es gibt doch nichts Schöneres, als dass Menschen sich, die aus einer Region kommen, ja, dass die einfach einen gewissen Zusammenhalt leben und auch ein Erkennungszeichen. Und mit einem Klenkes zeigen, das ist doch etwas, beide Seiten freuen sich, wenn sie es machen und das ist doch was Schönes. Und ich finde, früher war man mehr Klenkes, ne? Ja, früher war man mehr Klenkes, ne, also ja. Sollte jeder so viel wie möglich machen, vielleicht nicht dann ab Badenberg, sondern wahrscheinlich sondern da schon ein bisschen weiter, aber bisschen weiter, als Erkennungszeichen, ja. Schon sehr schön. Ja, also immer schön so machen. Genau. Wo finde ich den Daumen des Teufels? In der Domtür. Sehr gut. Ja, bitte. Gott, das darf ich aber nicht beantworten. Ja, gut. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten an ihm. Ich werde ihn dann in den nächsten, da kannst du begleiten mit der Kamera, da werden wir ihm mal zeigen, wo der Daumen ist. Wo der Daumen ist. Und warum der da ist. Dein Lieblingseis. Mein Lieblingseis. Also über Delzepich-Eis geht wenig. Ne? Ja, bei Delzepich ist es immer so grandios, da kann man ja gar nicht sagen, was das Lieblingseis ist. Ich erinnere mich an die Story, wo ich zum ersten Mal mit meiner Lebensgefährtin da war, wo jemand rausguckte, eine lange Schlange da ist. Und er sagte dann, damals noch im Ostviertel, sagte, es gibt nur noch Stracciatella. und alle, die bestehen, ne? Das ja. ist einfach Delzepich-Eis. Das ja. ist, aber Schokolade von Delzepich, das ist ja mein Highlight. Ja, das ist gut. Teufelzeug. Wen siehst du häufiger, deine Familie, oder? Fällt mir spontan das Sascha-Eller-Lied ein.
Ja, also im Moment glaube ich, ja, sehe ich häufiger die Leute hier bei Alemannia. Ja. Ich würde mal gerne ein Bier trinken gehen mit Uli Hoeneß. Auch nicht schlecht. Ich finde den einfach, der hat irgendwas, der hat eine Lebenserfahrung und eins hat er, der ist immer geradeaus gewesen. Ja, ne? Und das ist etwas, was ich sehr schätze, auch wenn nicht alles, was man gemacht hat, immer toll war, so würde ich sagen. Ja. Wertschätzung bedeutet für mich? Habe ich gerade zu den alten, ehemaligen Spielern gesagt. Ne? Wertschätzung ist etwas ganz Besonderes oder ganz Wichtiges. Gehört sich auch so, hat was mit Anstand zu tun, dass man Leute, die etwas verdient haben, beziehungsweise die sich den Hintern aufgerissen haben für unseren Verein, für unsere Stadt, ja, dass man denen auch mit einer Wertschätzung entgegenkommt. Und deswegen halte ich das für was ganz Besonderes und Wichtiges. Selbstzufriedenheit? Selbstzufriedenheit gibt es ja zweierlei Maß. Ja. Einmal, natürlich sollte jeder mit sich selbst zufrieden sein und mit sich selbst im Reinen sein. Ich sage immer, man muss immer sich selbst im Spiegel anschauen können, dass man, oder immer man selbst sein auch, ja, und dass man immer einen vernünftigen Weg wählt. Es gibt aber auch so eine negative Ausrichtung davon. Ja, manchmal ist es auch Stillstand. Ne? Ja. Und da muss man halt einfach auch schauen, sich hinterfragen. Ne? Sich hinterfragen, was hätte ich besser machen können, was kann ich besser machen, was möchte ich besser machen. Ne? Und das ist auch eine Sache, die mir zu dem Wort anfällt. Tradition bedeutet für mich? Tradition ist etwas, was man nicht künstlich erschaffen kann. Ne? Tradition ist einfach, wenn ich bei Alemannia hier bin und auch da wieder unsere Spieler oder unsere Fans sehe oder reden höre oder sonst was. Ja, das sind Geschichten, die, ja, die machen Gänsehaut, ja, die können einem Tränen in die Augen treiben oder sonst was. Ja, und Tradition ist einfach etwas, was es gilt zu, oder was man bewahren muss, ja, was man ja, als ganz wertvolles Gut behandeln muss und immer weiter pflegen muss. Und das ist das, was wir hier tun müssen am Tivoli. Alemannia-Familie bedeutet für mich? Hashtag zusammen. Das war übrigens sehr genial, also wirklich. Ich fand das Wort einfach absolut passend für alles, was wir hier bewegen möchten. Also wir heißt nicht wir, sondern wir heißt alle wir. Ja, ja. Ne, weil wer sich nicht wünscht, dass hier 30.000 Leute drin sitzen und wir in der zweiten oder fangen wir erst mit der zweiten Liga an, irgendwann mal spielen. Ja, dem kann ich nicht helfen. Ne? Das heißt, Sponsoren, die nicht den gleichen Wunsch haben, diesen Traum haben, dieses Gefühl haben oder Fans, die das Gefühl nicht haben, ja, das ist... Ja. Ne? Der größte aller Mann ist für mich... Stefan Lemmermann. Ich weiß, dass es gibt ganz viele große Alemannen. Bei Stefan Lemmermann bin ich einfach wahnsinnig begeistert und berührt, weil er mit einer so großen Ehrlichkeit Gespräche mit uns geführt hat, so wie er ist. Und ich habe ein Bild im Kopf von ihm, das ich niemals vergessen werde. Und das ist, wo er in Erkenschwick am Werner-Fuchs-Spruchband steht. Und ja, das ist für mich Alemannia pur, das ist für mich Lemmy pur. Da kann ich heute ganz laut. Ja, das ist einfach, das ist genau das. Das sagt so vieles über diesen Club, über diesen Mann und ich finde den großartig. Das soll gar nicht Leute herabsetzen wie Jupp Martinelli. Ne? Wie könnte man den herabsetzen? Ne? Wie Montanes, wie Delzepich. Es gibt so viele, die tolle Leistungen gebracht haben. Ja, Werner Fuchs. Ne? Ja. Für mich auch immer ganz... es gibt ja auch ganz andere Alemannen, die im Hintergrund tätig waren. Ne? Wie... Michael Förster, ja, wie ein Jupp van Houten. Ne? Also es gibt so viele, ja, wo man einfach sagen muss, das ist Alemannia, aber ich würde für mich persönlich immer den Lemmy ganz nach oben mitsetzen. Sascha hatte gesagt, ne, man würde allen Unrecht tun, wenn man sie nicht nennen würde. Ne? Klar. Der größte Fehler, den ich gemacht habe? Der größte Fehler, den ich gemacht habe? Zu Alemannia-Zeiten, generell. Generell.
Aber wenn ich nicht mehr erinnern kann, hast du keinen gemacht. Vielleicht muss ich aus diesen ganzen Fehlern auswählen. Ich glaube, Fehler gehören zu uns allen dazu, dass wir besser werden. Ne? Und durch jedes Schlagloch, das wir durchfahren haben, ja, das kennen wir danach und können es umfahren. Und ich kann zu meiner Alemannia-Zeit ein großer Fehler oder ein Fehler, den ich anders machen würde, ist einfach, ich würde sofort versuchen, Leute, die sich auf den Stips getreten gefühlt haben oder sonst was, direkt versuchen, wieder mit an Bord zu holen und zu sagen, kommt, kurz im Telefon greifen, die Leute mitnehmen, wo man einfach sagen muss, wir erreichen unsere Ziele, gerade in einer Stadt wie Aachen, nur dann, wenn wir es zusammen machen. Da ist kein Platz für Eitelkeiten, für jemanden, der beleidigt ist, für jemanden, der jemand anders vom Kopf stößt oder sonst was. Und da muss man manchmal auch eine Faust in der Tasche machen und Leute, ich sage einfach mal, verzeihen oder wie auch immer, ne, dass man die Leute näher ranholt. Und ich glaube, ein Fehler von mir ist, dass ich in einer Drucksituation teilweise auch sehr emotional bin und dann auch gerne mal das sage, was ich in dem Moment auch denke. Und dass man da einfach sagt, wenn ich das, ich muss das vorleben, das zusammen. Und das würde ich demnächst noch ein bisschen ruhiger und anders tun. Gehört auch dazu. Alemannia blickt am Ende Platz. Ich habe die anderen Interviews von dir gesehen. Ich weiß, was sie gesagt haben mit bla bla einstelliger Tabellenplatz. Ich weiß. natürlich ein einstelliger Tabellenplatz, aber ich hoffe, dass wir mit der Truppe irgendwo Richtung Platz 4, 5, 6 gehen können. Ja, und eine riesen Grundlage geschaffen haben, um nächstes Jahr einfach angreifen zu können. Ne? Und ich bin nicht dafür da, dass wir hier kleine Ziele definieren, ne? Das möchte ich nicht, sondern wir möchten was erreichen. Ja? Und da hilft uns nicht zu sagen, wir möchten dieses Jahr 10. und nächstes Jahr 8. werden. Nein, das möchten wir nicht. Ne? Ja. Deswegen bin ich dafür, dass wir mindestens 5. werden. Gut. Finde ich übrigens gut, weil war ja auch gewesen mit den 5.000 Dauerkarten, haben auch viele gesagt. Ne, jetzt sind sie wahnsinnig geworden, ne? Aber was soll man sich ein Ziel setzen, ne, zu sagen 2.000? Ne? Also ich glaube, dass wir bei Dauerkarten, ne, das genau wie du sagst, da haben wir gesagt 5.000. Ne? Natürlich wissen wir, dass das total gaga klingt, ne? Aber wir haben vorher das Jahr 2.500 am Ende der Saison gehabt. Ja, jetzt haben wir am Anfang der Saison... ich vermute, dass wir heute über die 3.000 gegangen sind. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe heute Morgen 2.960, glaube ich, gelesen. Das heißt, bis zum ersten Spiel werden wir irgendwie 3.100 wahrscheinlich zusammen haben. Wenn das erfolgreich gestaltet wird, haben wir noch die Chance, irgendwie auf die 3.400-500 zu kommen. Und dass wir ein Regionalligisten. Und das ist doch das. Ich kann doch kein Ziel definieren, dass ich sage, ach komm, ich hätte gern 2.000. Das ist, macht keinen Sinn. Und deswegen lieber gucken, dass man da... groß denkt. Öscher Platt ist für mich. Ja, das ist zu Hause. Das ist, ich kenne das von meiner Oma, wie sie früher ich sag mal mit uns auf Öscher Platt hantiert hat. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde es beeindruckend, Leute, die es komplett sprechen. Ja, ich sag mal, bei der im Heimattheater, wenn man da hört, einfach wie bei der Altachner Bühne, wenn man da sitzt, da muss man sich schon oftmals bemühen, ne, das alles zu verstehen. Ja. Aber ich finde einfach diesen Singsang in unserer Sprache, das ist, wir sprechen die schönste Sprache, die es gibt. Und deswegen ist es so schade, dass man versucht, es an vielen Stellen Geschäftsleben und sonst was rauszudrücken, ja, und dieses Hochdeutsch zu sprechen. Es passt nicht zu uns, ne? Wir sind Öscher und da gehört das einfach dazu. Und ich hoffe, dass ganz viele Generationen das noch auch ein bisschen im Herzen tragen und ein bisschen zumindest diese viele oder die Tonalität in unserer Sprache beibehalten. Ja, ich finde es auch schade. Damals bei mir auch ist mal gesagt worden, ich spreche Hochdeutsch, ne? Und dann verliert man diese Muttersprache einfach. Ne? Kannst du einen typischen Öscher-Plattsatz sagen? Ja, den typischen Öscher Plattsatz kann ich ehrlicherweise, oder kann ich viele sagen, ja. Ehrlicherweise habe ich das immer so, dass ich da reinkommen muss, ne, weil man es halt nicht täglich spricht. Ja. Ja, aber diese Klassiker, das sind keine Sätze, das ist Aufruhr, Aufruhr, und sonst was. Das ist
ja täglich im Sprachgebrauch drin. Ich kann Ihnen euch ein Liedchen vorsingen, aber das möchtest du nicht. Ein andermal. Nee, alles klar. Dann war es das auch. Vielen lieben Dank, Marcel, für das sehr schöne Interview. Ich hoffe, wir sind in der Zeit geblieben. Ich habe nicht so viel Zeit beansprucht, aber ich denke, es war im Rahmen. Es war schön, dass du die Zeit dafür dir genommen hast. Danke für die Interviews, die du auch mit Sascha und mit Ralf schon geführt hast. Und ja, viel Erfolg weiter mit deinem Blog. Werde ich tun, danke. Danke dir.